Herzlich willkommen bei Leons Taubensucht. Heute gibt es mal wieder ein neues Video und wir schauen uns halt wieder die Tauben an. Und man hört, ich bin noch nicht so ganz gesund, weil man weiß, glaube ich, die einen oder anderen wissen, dass ich krank bin. Diejenigen, die in der Community immer fleißig meine Sachen lesen, die wissen immer Bescheid. Ich bin noch etwas krank und ich bleibe noch etwas krank, aber ich bin jetzt wieder auf den Beinen. Ich kann mich jetzt wieder fit bewegen, etwas mehr oder weniger. Ich könnte dazu auch ein Video machen, wie es mir ging, was da war und was ich jetzt machen muss gegen die ganzen Sachen. Diejenigen, die es wollen, können es gerne abstimmen. Deswegen geht es auch schon los mit dem Video. Wie ich gerade hier gesehen habe, verliert der Taube am Kopf sehr viele Federn. Ich weiß halt noch nicht, was das genau ist. Ich müsste heute mal nachfragen, weil das hatte er noch nie gehabt. Das letzte Jahr hatte er das auch gehabt. Ich vermute mal, dass es die Mauser, die langsam beginnt. Weil letztes Jahr waren hier auch unglaublich viele Federn. Ich habe mich schon gewundert, warum das so war. Leider habe ich noch nicht so YouTube-Videos darüber gemacht. Ja, so langsam mache ich das ja auch. Und man sieht, dem Taube geht es sehr gut. Seine Federn sind etwas dreckig, aber das stört mich nicht. Das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht. Ja. Genau. Dann gucken wir uns auch schon die nächste Taube an. Und als die zweite Taube haben wir jetzt Italia. Man sieht, sie ist auch etwas ruhiger geworden in der Hand. Sie ist eine brave geworden. Man sieht, sie hat einen sehr hellen Schnabel. Man sieht man auch hier den Flügel, ist auch etwas hier dreckig, aber das macht nichts. Ich könnte ja auch mal ein Video machen über die Mauser, könnte ich auch mal so Sachen erklären oder von der KI. So, jetzt haben wir hier Bounty, die zweitjüngste und ist eine sehr brave, hat auch weiche Federn, weil sie ja noch jung ist. Ihre Federn sind auch riesig. Und manche fragen sich, glaube ich, noch, was das für eine Rasse ist. Dazu kommen wir auch gleich. Die Augen sind auch dunkel. Also jeder meiner Tauben haben dunkle Augen. Und das ist alles von Familie her, glaube ich, jetzt bekannt. Und auch ihre Schwanzfedern sind über 15. Ich konnte nicht mehr zählen, weil ich mich immer ständig verzählt habe. Und man sieht auch einen sehr schönen. Ich mag es auch gerne in der Hand zu halten, weil es ist immer so eine ganz ruhige meistens. Aber jetzt hat sie auch Hunger, ich muss auch gleich alle füttern. So, als nächstes haben wir und als letztes haben wir Kasper. Das ist der Jüngste. Er sieht auch aus wie ein Täuber, ein junger Täuber. Und hat auch einen schönen Bauch, einen kleinen. Das habe ich mit den anderen Tauben mal nicht gesagt. Das habe ich ja auch leider vergessen. Ich könnte es nachholen, aber ich möchte jetzt nicht die Tauben ständig her und zurückholen. Das mögen sie nicht so besonders. Und ja, sein Flügel ist auch recht groß. Ich habe auch gemerkt, dass er hier irgendwas hat. Ich rechne mit zwei Händen. Hier hat er irgendwas, ich müsste es mir mal nachher nochmal anschauen. Da fehlen wohl ein paar Federn. Aber das tut ihm nicht weh, alles ist gut. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Dann sieht man auch seine Schwanzfedern, da fehlen manche. Er hat da eine Lücke, das muss ich auch noch nachher mal ein bisschen feststellen. Man sieht auch, hier ist auch eine Schwanzfeder, sind so spitz an der Spitze. Ja, das was ich auch vieles erklären könnte gleich. Ich werde gleich dazu noch was sagen. Lassen wir es mal zurückbringen. Kommen wir jetzt auch zum Taubenfutter. Man sieht, normale Taubenfutter gebe ich den jetzt wieder und wieder Standardwasser. Ich werde auch schauen, dass ich jetzt langsam mal die Federlinge von den Tauben im Dezember loskriege oder im Januar. Weil da kriege ich ja, oder wie man das auch nennt, für die Federlinge, das tut man auch ins Wasser. Aber so gut kenne ich welchen ja auch nicht aus. Ich werde das alles später erfahren. Ich kann ja auch mal nachher was darüber lesen.
Und wenn ihr wollt, könnte ich auch verschiedene Medikamente mal so ein bisschen kurzfristig erklären. Aber wenn das mal so weit ist, weil jetzt kenne ich mich noch nicht aus, bevor ich irgendwelche Fehlinformationen gebe. Ansonsten haben wir hier frische Temperaturen drin. Als ich hier reinkam, waren es 23,9 Grad. Und jetzt sind hier 24,1, also es wird wärmer. Und es ist 9:29 Uhr jetzt. Also wo ich aufgenommen habe, es war schon 9:15 Uhr. Also ich brauche immer ein bisschen für die Videos, weil ich mache viele Sprachfehler und da schneide ich alles raus. Ansonsten hat sich noch nicht hier so viel getan. Und ich habe auch eine Menge von Taubenfutter. So, jetzt nochmal zu den Tauben, zu den Jungtauben. Man könnte vielleicht überlegen, was das für eine Rasse ist. Doch da muss ich euch leider auch enttäuschen, da lag ich auch falsch. Das sind keine Taubenrassen. Es ist eine Kreuzung. So genau kann ich das selber nicht erklären, weil das hatte ich noch nie gehabt. Weil eine Pfautaube und eine Burkina-Täubin könnte zu einer Kreuzung führen und da war mir nicht klar, dass das passieren könnte. Aber den beiden geht es sehr gut. Sie sind sehr fit. Sie fressen viel, sie trinken viel. Sie werden aber auch nicht dick, sie sind auch nicht so dünn. Alles ist gut. Und damit ihr Bescheid wisst. So, jetzt noch was anderes. So, dann habe ich noch was anderes zu sagen. Und zwar, die Tauben gehen heute mal nicht raus. Dafür waren sie aber die letzten Tage sehr viel draußen. Die haben sich auch sehr viel bewegt. Sind auch etwas geflogen hier so ein bisschen herum. So richtig rausgehen hier raus wollen sie nicht. Sonst würden sie es ja selber machen. Sonst fliegen sie auch immer hier aufs Dach, wie man es in meinen Videos kennt. Mein Intro zeigt es ja auch. Aber dieses Mal nicht. Weil ich heute einfach mal die Zeit nicht dazu habe. Aber das ist ja nicht schlimm. Sie müssen dann jetzt nicht jeden Tag raus, auch wenn es gutes Wetter ist. So, das war's dann auch mit dem Video. Ich verabschiede mich erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vergesst nicht, mein Video zu liken, um zu zeigen, ob das es euch gefallen hat. Und was ist eure Meinung? Sind die Tauben jetzt langsam in der Mauser? Weil das zeigt ja langsam der Täuber. Oder wann beginnt eigentlich die Mauser? Und dann sage ich auch schon Tschüss und bis bald.